auch in den Medien über Ostdeutschland einfach gesprochen wird, wie du auch gesagt hast, dieses Abtun, ah mein Gott, was ist jetzt irgendwie 1000 Jahre her, das ist irgendwie 33 Jahre her, meine Güte, jetzt ist aber auch mal gut. Ich glaube, so einfach ist es einfach nicht. Diese, wir müssen über Wiedervereinigung sprechen und dass das nicht nur diese super tolle, erfolgreiche Geschichte ist, wo dann alle happy waren, sondern danach gab es viele Probleme mit rechter Gewalt, was bis heute nicht aufgearbeitet worden ist. Es gab Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, es war einfach schwer. Das kann man objektiv einfach so sagen, die Probleme sind im Osten schlimmer als anderswo in Deutschland, aber gleichzeitig führt das irgendwie oft dazu, dass Wessis dann irgendwie nicht vor der eigenen Haustür kehren und diese Argumentation so benutzen, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen, und ich glaube, das sollte es irgendwie dann auch nicht sein. Also, jetzt habe ich es mir einmal gemütlich gemacht in dieser wundervollen Kulisse. Die ist deswegen verändert worden, weil jetzt startet eine Live-Aufzeichnung von Flocati Beach. Und zwar über ein Thema, über das ich mich sehr freue, dass das dieses Jahr auf der TinCon stattfindet, weil das ist ein Thema, das sonst in Orten nicht so sehr stattfindet. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, warum ihr hier seid. Deswegen muss ich euch das bestimmt nicht fragen. Aber Achtung, jetzt kommt meine kleine Anmoderation. Was haben die Kaulitz-Zwillinge und Matthias Schweighöfer und Angie Merkel gemeinsam? Sie sind natürlich Ossis, ja, beziehungsweise sind sie einfach Ostdeutsche, je nachdem, wie sie sich selber bezeichnen. Und dass mir für meine kleine Anmoderation direkt Promis eingefallen sind, ist gar nicht so typisch, weil die sind unterrepräsentiert in den Medien. Und nicht nur das, es gibt auch ein Pay Gap, sie sind unterrepräsentiert, beziehungsweise haben es schwerer, laut Studien in Führungsetagen zu kommen und, und. Darüber, aber auch über ganz viel unterhaltsamen Kram und weniger Zahlen und Sachen, darum geht es im nächsten Talk. Und zwar wird der moderiert von Quang Pasch, und den müsste ich euch unbedingt vorstellen, weil ich wusste, dass wenn die gleich auf die Bühne kommen, wird er das bestimmt selber nicht tun. Und deswegen muss ich euch sagen, dass Quang eine unglaublich tolle Person ist, der ganz, ganz viel macht. Er ist Aktivist und Moderator und unter anderem ist er Host von dem TinCon-TikTok-Account what.politik. Leute, holt gleich wieder euer Handy raus, ihr wisst Bescheid, wo ihr followen müsst. Ne? Jetzt dürft ihr aber ganz laut applaudieren für Quang, der seine Gäste mitbringt, nämlich Laura, Nie und Jakob. Hi, herzlich willkommen. Willkommen bei Flocati Beach, der Talkshow über Gemeinsamkeiten. Wie Maria gerade angekündigt hat, ich bin Quang und moderiere heute diesen wundervollen Talk mit dem Titel Im Osten aufwachsen, hier auf der TinCon. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Vielleicht fragen sich einige direkt von euch, wieso reden wir, die hier jetzt sitzen, über den Osten, wenn unsere Generation eigentlich die Teilung ja gar nicht so richtig miterlebt hat. Gründe könnte ich euch viele nennen. Maria hat gerade einige genannt. Eines dieser Gründe ist zum Beispiel auch, dass die sogenannten Ossis heute bis zu 13,7% immer noch weniger verdienen als Menschen im Westen. Ich sitze heute aber heute nicht hier, um euch einen langen Vortrag zu halten, sondern mit drei richtig coolen GästInnen heute zu reden über genau dieses Thema, die ich jetzt euch mal kurz vorstelle. Nile, hier direkt neben mir, ist 1995 in Thüringen geboren. Sie ist Journalistin, Speakerin und Moderatorin. Und ihre Schwerpunkte sind Gesellschaftspolitik und digitale Medienkultur. Sie schrieb unter anderem für die Süddeutsche Zeitung auf jetzt.de die Medienkolumne The Female Gaze, macht Reportagen beim MDR Investigativ und Postkarte für Spotify, und aktuell arbeitet sie beim NDR, also in Hamburg. 2019 wurde Nile von der Zeit als eine der 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen gelistet. 2021 zählte das Medium-Magazin sie zu den Top 30 der unter 30 JournalistInnen des Landes, und vor kurzem wurde sie auch mit dem Alternativen Medienpreis ausgezeichnet. Schön, dass du hier bist. Daneben ist Laura Larsen. Sie ist 1989 in Parchim-MacPom geboren, absolvierte dort eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationstechnik in der Bibliothek Parchim. Mochte es aber nicht so sehr dort und ist dann erstmal nach Berlin gezogen, ist dort irgendwie im Radio gelandet. Deine Stimme kennt man auch unter anderem von KISS FM, Radio Fritz und anderen Radiosendern hier in Berlin.
2016 rief sie den Podcast Herrendirekt ins Leben, wo sie da auch den Deutschen Podcastpreis, den Digital Female Leader Award und auch den Deutschen Comedypreis für beste Podcasterin gewann und hostet seit Ende 2021 mit Simon Dömer den Podcast Zum Scheitern verurteilt. Und was ich auch ganz spannend fand in der Recherche oder im Briefing, dass du Ende 2022 wieder nach Parchim gezogen bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Und ganz außen sitzt Jakob Springfeld. Er ist 2002 geboren und aufgewachsen im sächsischen Zwickau. Er studiert Politikwissenschaften und Soziologie in Halle und engagiert sich vor allem für Antifaschismus und Klimagerechtigkeit, unter anderem auch zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes in Zwickau und Sachsen. Auch er wurde 2019 von der Zeit zu einer der 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen gelistet. 2020 erhielt Jakob für sein Engagement die Theodor-Heuss-Medaille. Und aktuell ist er gerade auf Lesereise mit seinem ersten Buch Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts. Schön, dass du hier bist. Genau, heute geht es ja darum, was es überhaupt heißt, im Osten aufzuwachsen. Viele von euch sind vielleicht Ostdeutsch, würden sich als Ossis identifizieren. Andere würden vielleicht jetzt denken, was reden die hier gerade? Was soll denn Ostdeutsch überhaupt sein, wenn wir schon so jung sind? Deswegen starte ich einfach ganz einfach rein. Was ist für euch typisch Ostdeutsch? Ihr könnt eigentlich alles Mögliche antworten, sei es Produkte, die ihr kennt, Gerichte, Essen, Traditionen, an denen ihr einfach merkt, das ist jetzt vielleicht eher Ostdeutsch und nicht so das, was Leute aus Köln vielleicht kennen. Genau, kann irgendwer anfangen. Ich glaube, für mich so typisch Ostdeutsch auf einer politischen Ebene ist mein vietnamesisch-ostdeutsch sein. Wir sind ja beide auch Viet. Und es gibt eine Einwanderergeschichte nach Ostdeutschland in die DDR. Und ich glaube, dass viele gerade so im gesamtdeutschen Kontext das nicht so wissen. Aber dieses migrantisch-ostdeutsche, das ist für mich auch irgendwie typisch ostdeutsch. Und jetzt, wo ich ja in Hamburg wohne, habe ich dann gemerkt, okay, es gibt so ein paar Produkte hier gar nicht. Und ich dachte, mit die seien selbstverständlich, zum Beispiel Leckermäulchen-Quark. Kennt ihr das? Aber auch so eine, also manchmal ganz andere alltägliche Produkte. Und manchmal denke ich mir dann, das vermisse ich hier gerade. Und wenn ich dann wieder in Leipzig bin und bei meinen Friends, dann werde ich mir so einen Haufen Produkte einfach mitnehmen. Bambina-Schokolade. Was für Schokolade? Bambina-Schokolade. Bambina-Schokolade. Oder Nudossi. Ja. Besser als Nutella. Das sind die wenigsten. Okay. Für mich ist typisch Ostdeutsch eher so eine Mentalität, die vielleicht gar nicht immer so positiv ist und die mir erst in den letzten Jahren aufgefallen ist, wenn ich an meine Erziehung zurückdenke und wie ich die wahrgenommen habe, so was für Werte man mitbekommen hat. Und das ist auf jeden Fall Bescheidenheit, ist für mich sehr ostdeutsch. Das heißt nicht, dass es in Westdeutschland nicht bescheidene Menschen gibt, aber dieses nicht aus der Reihe tanzen ist so eine Formulierung, die ich sehr oft in meiner ostdeutschen Erziehung mitbekommen habe. Und ich jetzt merke, als eine Person, die im Radio arbeitet, im Fernsehen, auf der Bühne ist und irgendwie teilweise in der Öffentlichkeit steht, dass das, wenn ich wieder zu Hause bin und ich lebe da ja wieder in Ostdeutschland, dass das manchmal komisch beäugt wird. Und das kenne ich, zum Beispiel mein Mann, der kommt aus NRW, da kenne ich das nicht. Es wird mehr gehypt, dieses du bist was Besonderes, go your way, keine Ahnung, erfüll dir deine Träume. Ich kenne eher dieses, bleib bescheiden, bleib auf dem Boden, nicht aus der Reihe tanzen, wir sind alle gleich. Und das kann gut sein und das kann aber auch nicht so gut sein. Und das ist für mich sehr, sehr ostdeutsch. Und das habe ich sehr verinnerlicht und das ist auch ein innerlicher Kampf manchmal, da so ein bisschen auszubrechen, weil es einen nicht immer weiterbringt. Ja, ich glaube, um mit den Snacks anzuschließen, würde ich erstmal die Knusperflocken und das gute alte Sternburg-Bier hervorheben wollen. Um dann weiterzumachen, ich glaube, aus so einer antifaschistischen Perspektive ist es auf jeden Fall das Gefühl und der Eindruck, dass die Gefahr des verstärkenden Rechtsruck und von rechter Gewalt, die einfach allgegenwärtig ist, verschärft ist. Ich glaube, das kann man objektiv einfach so sagen, die Probleme sind im Osten schlimmer als anderswo in Deutschland, aber gleichzeitig führt das irgendwie oft dazu, dass
Wessis dann irgendwie nicht vor der eigenen Haustür kehren und diese Argumentation so benutzen, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Und ich glaube, das sollte es irgendwie dann auch nicht sein. Aber das schießt mir als erstes in den Kopf, wenn ich an den Osten denke. Okay, eine sehr essenslastige Antwort, aber auch ganz unterschiedliche Antworten, die wir gehört haben, was ja die drei Menschen neben mir gerade so mit Ostdeutschland und Ostdeutschsein identifizieren. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Abseits davon, was ihr jetzt so genannt habt, was für euch Ostdeutsch ist, würdet ihr euch vielleicht auch als Ostdeutsch oder Ossi bezeichnen? Und wenn ja, auch warum? Vielleicht Jakob, willst du direkt anfangen? Ich glaube, es ist für mich sehr bedeutend, mich auch irgendwie als Ostdeutsch und Zwickauer zu sehen. Ich habe erst letztens irgendwie wieder geschrieben, dass ich Zwickau zu einem antifaschistischeren Ort machen will und Neonazis haben darauf auf meine Instagram-Story irgendwie geantwortet, du bist nicht Zwickau, geh irgendwie weg von hier. Und ich glaube, das sind genau die Momente, wo ich diese Begriffe wieder für mich besetzen möchte und wo ich sage, yo, Osten, Zwickau ist meine Heimat, mein Vater ist hier aufgewachsen, ist irgendwie nach der Wende arbeitslos gewesen und hat dann einen Job bekommen und auch total viel geleistet. Und ich glaube, diese Geschichte auch positiv hervorheben zu wollen, ist für mich schon irgendwie sehr bedeutend, ja. Ich würde vielleicht direkt nachhaken wollen, weil wir kennen uns ja auch privat und auch schon länger und ich weiß noch, unser erster Gespräch ging genau darum, dass du so meintest, Ostdeutsch habe ich mich eigentlich nicht so identifiziert oder habe ich jetzt nicht so wirklich wahrgenommen. Was hat sich da so geändert oder wie hast du früher gedacht und wieso claimst du den Begriff heute nochmal neu? Ich glaube, ich habe früher nicht lange darüber nachgedacht. Ich bin trotzdem privilegiert aufgewachsen und hatte irgendwie keine strukturelle Benachteiligung durch meine Familie. Aber wenn ich mir jetzt so die Ursachen anschaue dafür, dass primär irgendwie Leute AfD wählen und Co., dann erkenne ich da halt ganz viel irgendwie in der ostdeutschen Geschichte. Und wenn ich meinen Papa sehe, der bei Volkswagen arbeitet und ja überdurchschnittlich viel Geld verdient und dann erzählt, dass alle seine KollegInnen AfD wählen, dann lässt mich das irgendwie Fragen zurück und ich glaube, das liegt halt auch an Ursachen wie, dass Menschen eine Transformation, die Wiedervereinigung erlebt haben, arbeitslos geworden sind und wenn es dann heute um große Transformationen wie zum Beispiel in der Klimakrise geht, dann hat man noch Triggerpunkte und Ängste in sich, die halt von AfD und Co. massiv befeuert und bedient werden. Und so das Wissen darum hat einfach, glaube ich, in mir noch mal mehr so eine ostdeutsche Identität geschaffen. Laura, wie ist es bei dir in Parchim gewesen? Ich sehe mich sehr als Ossi und ich spreade das auch. Ich sage das überdurchschnittlich oft, lasse ich das in Sätzen fallen. Will keiner wissen, aber ich sage es denen trotzdem. Ich hatte ein Erlebnis, als ich angefangen habe, in Köln zu arbeiten bei 1Live. Und das war für mich das erste Mal, dass ich wirklich in Westdeutschland sozialisiert war, weil ich habe dann sehr lange in Berlin gewohnt und ich finde, dadurch, dass Berlin eben diese gespaltene Stadt war, sehe ich das nicht als Westdeutschland, Westdeutschland. Also ich habe eine andere Erfahrung dann zum ersten Mal gemacht, wie es wirklich ist, in Westdeutschland zu arbeiten und zu leben, als ich bei 1Live war. Und sehr oft kam mir dann eben im Kollegenkreis die Frage, hey, wo kommst du denn eigentlich her? Oder ich habe dann gesagt, ich fahre am Wochenende in die Heimat. Und dann so, hä, wo, Parchim, was ist das? Ist das in Bayern? Nee, das ist in MacPom. Ostsee, ne? Ja, ja, genau. Und es hat mich genervt, mit was für einer Negativität ich plötzlich behandelt wurde. Das war irgendwie nicht so, ah, cool, ach, das ist ja schön, da war ich auch schon im Urlaub. Es war direkt Nazis. Sofort, also es ist so braun da, ich hasse das da, oh, Dunkeldeutschland. Und das, obwohl ich das, die Probleme kenne und besonders, wenn ich irgendwelche Wahlergebnisse sehe, sehr, sehr sauer auf mein Bundesland bin, hatte ich das Gefühl, mich so ein bisschen schützend davor zu stellen. Das hat mich angefasst, dass jemand so über den Osten redet, über Ossis redet und über mein Bundesland und meine Heimat redet. Weil ich eben auch persönlich Menschen kenne, die sehr wohl versuchen, was zu ändern, die anders sind. Und das nervt mich, wie du auch gerade gesagt hast, dass da eben auch gewisse Menschen vor ihrer eigenen Tür vielleicht kehren sollten, was dann nicht aus Deutschland ist. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz so das Bedürfnis habe, offen damit umzugehen, zu sagen, ich bin Ossi, ich komme aus Ostdeutschland, ich bin da auch stolz drauf. Okay. Und wie war es? Also du hast es jetzt mit Köln erzählt, war es davor eigentlich eher so nicht existent? Es war nicht so wirklich existent. Ich habe mich ganz lange nicht damit auseinandergesetzt
Und es hat für mich ganz lange gar keine Rolle gespielt. Ich würde schon sagen, dass Köln so ein Punkt war, an dem es gekippt ist, aber auch natürlich mein Alter, dass man sich mehr mit seiner Kindheit und mit sich selbst auseinandersetzt. Ich habe vor, ich glaube, war es letztes Jahr oder so, das Buch Nullerjahre gelesen von Henrik Bolz, der aus Stralsund kommt, 88 geboren ist und seine Geschichte aufgeschrieben hat. Und ich habe das zum ersten Mal total gefühlt und ich habe mich oft nicht so richtig oder meine Jugend nicht repräsentiert gesehen. Ich habe dieses Buch gelesen und das ist wahnsinnig schlimm und negativ, dieses Buch und die Geschichte darin. Und trotzdem habe ich ein Buch gelesen und dachte, da hätte ich wohnen können, das hätten meine Freunde sein können, von denen hätte ich auf die Fresse kriegen können. Also ich habe mich eigentlich im Negativen sehr doll abgeholt gefühlt und bin danach ganz viel ins Gespräch mit meinen Eltern gegangen, wie sie das wahrgenommen haben, auch die Nachwendezeit, wie war das, als meine Mutter dann plötzlich arbeitslos geworden ist. Und ich habe mich zum ersten Mal damit beschäftigt und auch im Zuge dessen, dass ich wieder zurück nach Parchim gezogen bin, habe ich das, also für mich im Gefühl, das nochmal aufgearbeitet zu haben, oder ich bin auf jeden Fall noch gerade dabei, aber es ist eine Sache, die hat mich in den 20ern überhaupt nicht interessiert. Ost, West, keine Ahnung, kannte ich nicht. Und Nie, wie war es bei dir? Also ich hatte auch lange so ein Verständnis, ich bin migrantisch deutsch, ich bin vietnamesisch deutsch und halt aus dem Osten, aber ist halt irgendwie normal. Und dann habe ich mich immer mehr mit meiner vietnamesischen Geschichte auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, Moment mal, das ist super ostspezifisch, wie auch schon am Anfang so gesagt, die DDR hat eine ganz andere Einwanderungsgeschichte auch. Man kennt vielleicht den Begriff Gastarbeiter im Westen und im Osten waren es die VertragsarbeiterInnen. Und mir fiel dann auf, das ist so spezifisch und die meisten Leute wissen darüber dann nicht Bescheid. Und ich muss mir dann auch nochmal eingestehen, es gibt auch nicht die vietnamesisch-deutsche Identität. Im Westen kamen, also die Vietnamesen, die im Westen wohnen, die sind oft geflohen. Die Vietnamesen, die im Osten wohnen, die in die DDR kamen, die sind zur Vertragsarbeit gekommen. Und dadurch, dass das so super spezifisch ostdeutsch ist, habe ich dann gemerkt, ich bin nicht nur vietnamesisch-deutsch, ich bin vietnamesisch-ostdeutsch. Und das war dann so ein Moment, wo ich mir auch gesagt habe, ich fühle mich richtig wohl mit dieser Bezeichnung, weil sie super spezifisch ist und auch wirklich einfach gut zutrifft. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn ich halt manchmal noch mit Freunden, Freundinnen spreche in meinem Alter, dass sie so sagen, na Ossi, ja, wir sind zwar Ossis, aber weiß nicht, ist das jetzt noch eine Kategorie? Und ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Kategorie ist, sonst würden wir heute hier nicht sitzen, sonst hätten wir so jetzt auch nicht berichtet. Auch wenn wir nach der Wiedervereinigung oder nach der Wiedervereinigung geboren worden sind, merken wir ja auch noch strukturelle Unterschiede, vielleicht auch Mentalitätsunterschiede. Und also man kann sagen, klar, wir sind halt wiedervereinigt und bald wird die Wiedervereinigung so lang sein, wie vielleicht die DDR existiert hat. Aber trotzdem werden wir noch über Ost-West-Unterschiede sprechen. Wir werden immer noch über Sachen sprechen, die uns dann halt vielleicht auch noch bewegen, weil es da noch so vieles gibt. Und ich glaube, dass es deshalb super sinnvoll ist, für mich auch noch, sich als Ossi zu bezeichnen, während vielleicht meine Freunde im Westen jetzt nicht sagen würden, ich bin Wessi. Die würden einfach sagen, ich bin migrantisch deutsch, ich bin halt irgendwie deutsch. Aber dieses Ostdeutschsein, das beeinflusst auch meine Identität so sehr und deswegen finde ich es einfach super sinnvoll zu sagen, klar, ich bin Ossi, wird Ossi, Wossi, wie auch immer. Ja, ich wollte gerade anmerken, ich habe, glaube ich, vor ein paar Jahren mal diesen Begriff Wossi zum ersten Mal gehört, weil du es irgendwo in einem Interview angesprochen hast, dieses wird Ostdeutsch Wossi sein. Und ich fand es ganz witzig, weil ich seitdem dann auch mich irgendwie selbst so identifiziere. Ich glaube, wenn wir auf diese Generation ansprechen und wir reden heute hier über im Osten aufwachsen, ich habe mal mit so einem Leipziger Medium darüber gesprochen, dass die Menschen, die uns umgeben haben, die Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, ja nicht nach der DDR gestorben sind. Also die sind ja nicht mit der DDR verschwunden, überspitzt gesagt, sondern die sind ja in unserem alltäglichen Leben gewesen. Sei es unsere LehrerInnen, unsere MitschülerInnen und deren Elternhäuser, sei es auch unsere Eltern, was sie für Geschichten mitgebracht haben. Das heißt, wie du es meintest, ich finde es immer so super schwierig, wenn dann so Leute, die nicht damit irgendwie in Berührung gekommen sind, dann davon ausgehen, ihr übertreibt doch alles oder ihr redet über so Sachen, die gar nicht mehr existieren, aber gleichzeitig die Sachen, die nicht mehr existieren, in Klammern Ostdeutschland oder die Mauer oder die DDR, ist ja nicht so lange her, dass es mehrere Generationen weit entfernt ist, sondern es sind unsere Elterngenerationen, es sind die Menschen, die uns im alltäglichen Leben beim Aufwachsen umgeben haben. Und
Deswegen würde mich vielleicht auch interessieren, ob ihr vielleicht auch miteinander ins Gespräch kommen könnt, weil wir auch alle hier verschiedene Jahrgänge hier sitzen haben, auch verschiedene Bundesländer, neue Bundesländer hier zu sitzen haben. Und vielleicht einfach mal erzählt, wie seid ihr aufgewachsen? War das Thema jetzt irgendwie groß? Wie, ihr habt jetzt alle schon von euren Eltern geredet, die teilweise auch nach der Wende arbeitslos waren. Was hat das mit euch gemacht, dort aufzuwachsen, teilweise strukturschwach oder arm, teilweise Generationen, die in der DDR aufgewachsen sind, in die DDR gekommen sind. Wie wurde in den Generationen gesprochen und wie blickt vielleicht die frühere Generation auf uns heute? Ganz viele Fragen, ihr könnt eigentlich alles Mögliche teilen und beantworten, was ihr wollt. Also meine Eltern sind in den 80er Jahren aus Vietnam in den Osten gekommen, um zu arbeiten, und dann hat mein Vater auch studiert, und die waren in Sachsen, in Chemnitz, haben die sich auch getroffen, genau, und dann sind sie eben nach Thüringen gezogen. Und ich sage auch immer, wir müssen über Wiedervereinigung sprechen und dass das nicht nur diese super tolle, erfolgreiche Geschichte ist, wo dann alle happy waren, sondern danach gab es viele Probleme mit rechter Gewalt, was bis heute nicht aufgearbeitet worden ist. Es gab Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, es war einfach schwer und es ist nicht nur wie wiedervereinigt und alle sind glücklich. Also ich weiß nicht, wie es bei euch dann so ist, aber eigentlich war es eine Hardship-Zeit im Endeffekt und darüber sollte man irgendwie sprechen. Meine Eltern haben dann am Anfang nicht so viel drüber geredet, aber ich habe dann auch gemerkt, diese Zeit hat einfach was mit denen gemacht. Die sind in die DDR gekommen und die hatten jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Systemwechsel passieren wird. Und dann waren sie auch noch Ausländer und all das ist auch irgendwie prägend. Ich komme aus Thüringen, aus einer Kleinstadt, und habe da auch schnell gemerkt, was es bedeutet, wenn rechte Strukturen etabliert sind, wie ist es halt in Anführungszeichen auch anders zu sein. Dann bin ich nach dem Abi aus Thüringen nach Leipzig gezogen, also im Osten geblieben, und auch dort dann halt natürlich gute Zeiten gehabt, aber auch da gemerkt, was ist eigentlich Rassismus, wie rassistisch können manchmal Leute auch sein, aber auch, was ist das Gute, was wollen Leute verändern und voranbringen, auch gegen so ein Narrativ von außen vielleicht setzen und sagen, wir engagieren uns hier, weil wir haben auch keinen Bock nur auf diesen Nazi-Stempel. Es gibt krasse Nazi-Probleme, das muss man einfach anerkennen, aber wir sind auch so viel mehr und wir wollen nicht nur immer in den Schlagzeilen sein, wenn halt was Schlimmes passiert, sondern seht auch unser Engagement. Okay, das war jetzt ein bisschen von einem zum anderen, aber ich glaube, das sind auch so die Dinge, die mich irgendwie geprägt haben. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, finde ich, dass mich sehr geprägt hat der Kindergarten und die Kinderkrippe, also auch ein Betreuungssystem, was zum Beispiel mein Mann überhaupt nicht kennt und was er gar nicht erlebt hat. So, die Mutter ist zu Hause geblieben und ich glaube, das ist sehr typisch gewesen für westdeutsche Lebensverhältnisse. Es war undenkbar. Ich war mit einem Jahr schon den ganzen Tag in der Krippe und ich war auch den ganzen Tag im Kindergarten danach und ich war danach im Hort, und zwar im Frühhort und im Späthort. Ich war eigentlich gar nicht zu Hause. Und ich dachte, das wäre total normal. Und ich merke, ich bin keine Mutter. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Mutter werden möchte. Aber ich bin jetzt halt fast 34. Heißt, ich habe in meinem Freundeskreis wahnsinnig viele Menschen, die gerade Eltern werden und sich die Frage stellen, soll ich mein Kind irgendwie in den Kindergarten bringen? Ist es zu früh? Und man wird irgendwie gejudged und geschämt für alles, was man, glaube ich, als Eltern machen kann oder auch nicht macht. Und ich merke, die Frage stellt sich halt für mich gar nicht, weil ich ganz anders aufgewachsen bin und ich das als Selbstverständlichkeit halt sehe, ihr habt ein Kind und dann ist es kurz bei mir, dann stille ich das einen Augenblick und dann gehe ich wieder arbeiten. Und ich also merke, die Lebensrealität von ganz vielen Menschen, die nicht aus Ostdeutschland kommen oder vielleicht auch noch später aufgewachsen sind als ich, die sieht anders aus. Und da muss ich muss viel über dieses Kindergarten-Ding, obwohl ich keine Kinder vielleicht haben möchte, ich weiß es noch nicht genau, ist ein anderes Thema. Da muss ich viel drüber nachdenken. Und ich glaube, auch Ängste haben mich viel geprägt. Ich finde, meine Eltern, das ist ein Safe Space, bleibt unter uns, das sagt ihr denen nicht, ja, dass ich das jetzt sage. Ich finde die wahnsinnig ängstlich. Also auch, ich habe das so mitbekommen, dass meine Mutter ist Physiotherapeutin, mein Vater ist Kfz-Mechaniker.
Und beide hatten die Möglichkeit, nach der Wende sich selbstständig zu machen. Und sie haben das nicht gemacht. Und ich habe das mitbekommen damals, was für eine Angst dahinter stand. So, keine Ahnung, sein Leben in die Hand zu nehmen und vielleicht einen vermeintlich sicheren Job zu verlassen und ein Risiko einzugehen. Und das hat mich total, selber total geprägt. Ich habe ewig lange gebraucht, um als freie Moderatorin zu arbeiten und nicht in einem festen 9-to-5, 40 Stunden Angestelltenverhältnis zu sein, obwohl das in meiner Jobausrichtung eigentlich gar nicht so viel Sinn ergibt. Also frei als freie Journalistin zu arbeiten, das macht halt in meiner Welt viel mehr Sinn. Und es waren wahnsinnige Gespräche mit meinen Eltern. Noch vor kurzem denen zu erklären, dass ich gerade so lebe, wie ich lebe. Und das trifft auf viel Unverständnis und auch auf Streit. Und ich glaube, dass es auch in Westdeutschland eben schon auch natürlich so ist, dass Eltern um ihre Kinder Angst haben und wollen, dass sie irgendwie gut vorankommen und eine sichere Zukunft haben. Aber dieses kleine bisschen Risiko eingehen und überlegen, das macht jetzt für mich mehr Sinn, da merke ich, habe meine ostdeutsche Erziehung mich sehr geprägt und es ist auch immer noch Thema bei meinen Eltern und es ist, ich merke auch bei meinen Eltern auch, als Corona war und so, die haben Angst, ey, die haben so wahnsinnig Angst vor Veränderungen, weil sie schon mal ein System verlassen mussten, in dem sie sich sicher gefühlt haben und ich bin manchmal wütend darauf und streite mich mit denen und muss meine Empathie dann zurückfinden, mich in die wieder reinzufühlen, weil ich glaube, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, was sie erlebt haben. Und deswegen finde ich es manchmal eine Frechheit, wie auch in den Medien über Ostdeutschland einfach gesprochen wird, wie du auch gesagt hast, dieses Abtun, ah mein Gott, was ist jetzt irgendwie 1000 Jahre her, das ist irgendwie 33 Jahre her, meine Güte, jetzt ist aber auch mal gut. Ich glaube, so einfach ist es einfach nicht. Und das merke ich ganz, ganz doll bei meinen Eltern und die Feinfühligkeit dafür, die lerne ich jetzt erst gerade. Kurz. Kurze Frage, die ich jetzt an dich noch hätte, Laura, weil ich das so interessant finde. Ihr seid dann so ins Gespräch gekommen und gab es doch noch irgendwelche andere Punkte, also diese Ängste und so weiter, was dazu geführt hat, dass du dann in so einen Austausch mit deinen Eltern gekommen bist, um erstmal über ostdeutsche Identität oder woher kommt diese Angst vielleicht zu sprechen, weil bei mir war das jetzt nicht so selbstverständlich, mit meinen Eltern zu sagen, genau deshalb seid ihr so. Also meine Eltern zwingen mir dieses Gespräch auf. Okay. Die leben aber halt auch einfach noch, also ich versuche mir das immer so zu erklären, ich rede auch wahnsinnig gerne über meine Kindheit und meine Jugend und ich glaube, das machen meine Eltern auch, nur ihre Jugend war halt in Ostdeutschland und zack sind wir halt an dem Punkt, an dem wir über Ostdeutschland reden. Also sie zwingen mir das schon auf. Das ist schon immer mal ein bisschen übergriffig auch auf eine Art. Und ich merke halt auch, dass da oft so Sätze fallen wie, das hätte es im Osten nicht gegeben. Ich weiß jetzt gerade kein Beispiel für was, aber das ist, gewisserweise idealisieren sie das auch. Ich glaube, sie hatten eine gute Zeit in Ostdeutschland. Sichere Zeit vielleicht auch. Ja, eine sichere und gute Zeit und im Leben wahrscheinlich auch die beste Zeit, so Kindheit, Jugend, die 20er. Und ich merke, dass sie das System ein bisschen idealisieren und gar nicht so hinterfragen, wie ich das tue. Ich glaube aber, vielleicht nur kurz dazwischen, ich glaube, das ist ja auch das, was viele so verbindet und warum auch die Nachwendergeneration so ein Erstarken von dieser Identität hat, weil wir ja irgendwie mit den Ressourcen und dem Wissen, die wir heute haben, auch diesen Klassenumbruch und diese Klassendifferenzen einfach klar benennen können. Du hast gerade gesagt, die hatten vielleicht eine gute Zeit, weil sie halt nun mal sicherer waren und die Wende einfach enormen Einschnitt in ihr Leben gebracht hat, ökonomisch, strukturell und fortfolgend alles, was so mit Kindern und so zu tun hat. So, ich meine, auch dieses ganze Betreuungssystem wurde ja auch abgebaut und wurde ja dann erst wieder später wieder eingeführt und waren es so schlimm, war es ja doch nicht, eine Betreuung zu haben. Und ich glaube, nie, warum du es so spannend findest, ist, dass unsere Eltern vielleicht ja auch ostdeutsch sind, aber trotzdem durch diese migrantische Erfahrung und durch die ganzen Traumata, ihr Land zu verlassen, einen Systemumbruch zu haben, kein geklärtes Bleiberecht zu haben, auch nochmal eine große Scham dahinter steckt, weil sie nun mal nicht sozusagen die Ostdeutschen sind, die auch diese Umbrüche miterlebt haben, sondern auch nochmal die bösen Ausländer sind, die dann nochmal zum Feind gemacht worden sind, diesen daran schuld, dass es uns schlecht geht. Nicht die Wende, nicht die westdeutsche Dominanz in der Regierung danach, so, sondern eher so, irgendwer muss dafür schuld sein. Und genau, das wollte ich vielleicht noch anbringen. Aber Jakob, die sind ja ein bisschen jünger nochmal
als die anderen? Wie hast du es? Also ein bisschen jünger. Und wie war es für dich, in Zwickau aufzuwachsen? Konntest du irgendwie, hat es was mit dir resoniert, hier die Storys zu hören? Also ich glaube, ich bin einfach noch so einen Schritt vor Laura zum Beispiel. Diese Feinfühligkeiten von, es war was anders im Osten aufzuwachsen als in Westdeutschland, kommen irgendwie auch gerade erst so nach und nach. Und so wirklich war mein primäres Erlebnis damit halt einfach, sich politisch zu engagieren, sich für Klimaschutz einzusetzen und sich gegen Nazis zu positionieren und dann im Diskurs mit Wessis zu merken, bis heute, dass sie einfach immer wieder große Augen machen, wenn man von Anfeindungen und von Neonazis, die irgendwie deine Adresse haben, berichtet. Und ich weiß nicht, ich finde es immer wieder so erstaunlich, dass man das Gefühl hat, wenn man im Erzgebirge unterwegs ist, dass es einfach in Teilen rechtsfreie Räume, Nazi-dominierte Orte gibt, in denen wirklich Menschen in Teilen sich auch deswegen nicht mehr äußern, weil sie einfach Schiss haben, eine Konsequenz von rechts außen zu bekommen. Und dann kommt man irgendwie nach Wiesbaden oder Heidelberg, erzählt dann dort, dass man bei seiner Lesung in Bautzen angefeindet wurde und irgendwie 10 bis 15 Nazis vor der Tür standen und die Leute beim Hin- und Rückweg irgendwie Angst hatten und alle schauen einen mit großen Augen an. Und dann liest man aber wieder irgendwie eine Zwickauer Oberbürgermeisterin im Interview über den NSU, der in Zwickau lange untergetaucht ist, also die rechtsextreme Terrorbande, und sie schreibt dann irgendwie, der Zwickauer ist in seiner Haltung genau wie der Heidelberger, der Berliner und der Wiesbadener, es war noch eine andere Stadt, die ich gerade vergessen habe, und dann wird das halt immer wieder relativiert, und ich glaube, es ist total schwierig, diese Balance halt richtig hinzubekommen, weil ja, das, was wir da in Zwickau erleben, ist nicht normal und es ist auch nichts, was nur in Zwickau passiert, aber so stark passiert es in Westdeutschland nicht, aber wie gesagt, die Leute vor Ort haben auch eine Verantwortung, und gleichzeitig muss ich halt dazu sagen, dass ich erst mit 15, 16 gecheckt habe, dass ich irgendwie ostdeutsch bin, weil ich mich politisch engagiert und mich positioniert habe. Und auch das ist eine privilegierte Position. So, ich hätte meine Klappe halten können, hätte mich nicht antifaschistisch positionieren müssen und dann hätte ich auch keinen Stress bekommen. Ich glaube, eben für migrantische Personen und durch die Gespräche mit ihnen kam dann halt dieses Bewusstsein, dass ihr wahrscheinlich schon viel früher irgendwie ein Gefühl davon hattet. Ja, weil wir alt sind. Sag doch, wie es ist. So. Aber mich würde vielleicht noch interessieren, weil das ist wirklich etwas, was nicht so oft vielleicht gefragt wird. Wie ist es denn davor gewesen? Also du redest sehr viel immer im antifaschistischen Kontext, im nachdem ich 16 war Kontext, mit dem NSU-Kontext. Aber wie bist du in Zwickau aufgewachsen? Wie hast du die Vor-AfD-Zeit, als die Partei überhaupt existierte, so richtig wahrgenommen? Du bist privilegiert aufgewachsen, was heißt das konkret? Ich glaube, das ist genau das, was ich gerade meinte damit, dass Laura gerade erst checkt, was es war für dich im Osten aufzuwachsen, und so ist das für mich auch. Ich habe, bis ich 15 war, einfach nicht gecheckt, dass hier irgendwie was Besonderes ist, außer dass meine Mutter irgendwie früher in der Kirche aktiv war und auf Demonstrationen zur friedlichen Revolution war und oft davon erzählt hat. Aber das waren halt so alte Geschichten, die irgendwie normal waren. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht realisiert oder noch nicht realisieren müssen, dass es irgendwie besonders ist. Und insgesamt bin ich halt entspannt aufgewachsen. Und ich glaube, so geht es vielen, die nicht betroffen von Diskriminierungsstrukturen etc. sind, dass man die Sachen halt gut ausblenden kann, wenn man nicht selbst davon betroffen ist. Und was ich halt jetzt immer wieder so nach den Lesungen merke, wenn ich im Osten lese und dann selbst irgendwie im Erzgebirge Leute erstaunt sind von den Anfeindungen, von denen ich berichte, dass halt total viele eben nicht wissen, dass es rechte Gewalt und Rassismus auch schon beispielsweise gegen mosambikanische VertragsarbeiterInnen gab. Und dieses Bewusstsein wächst halt gerade erst. Genau. Vielleicht Leute, die richtig interessiert sind danach. Es gab nicht nur vietnamesische VertragsarbeiterInnen, es gab eine ganz andere Migration und auch aus ganz anderen Ländern in den Osten. Dazu gibt es ganz viel auch im Internet. Aber Nie, du hattest gerade dein Mikrofon gezückt, deswegen. Ich wollte nur sagen, so ein bisschen, was mir gerade einfällt, als ihr auch erzählt habt, zu so einer ostdeutschen Identität, die man hat und die unsere Generation hat und dann auch vielleicht die Generation nach uns. Ich glaube, das wird auch immer bleiben,
Weil wenn die Generation vor uns so viel noch darüber sprechen, sprich du sagst, deine Eltern reden ständig darüber und jetzt rede ich mit meinen Eltern drüber und deine Eltern haben auch was Spezifisches, so wir haben wieder ein Ostbewusstsein so irgendwie und dann reden wir vielleicht darüber mit unseren, falls, also oder wie auch immer die Generation nach uns, dass das immer irgendwie bleiben wird, habe ich das Gefühl. Und weil es halt so Spezifika sind einfach. Und ich glaube nicht, dass man vielleicht irgendwann sagen kann, ja klar, wir sind wieder vereinigt, aber im Osten werden sie halt nicht so, also werden sie dann nicht mehr so sich so dran erinnern oder wie auch immer, weil da sind vielleicht auch also DDR schöne Erinnerungen oder irgendwas anderes Ostspezifisches und dann kramt man das einfach wieder so hervor und deshalb wird es, glaube ich, immer dieses Ostbewusstsein geben. Und es gibt ja auch so Studien, dass ostdeutsche Jugendliche sich als Ossis bezeichnen und westdeutsche Jugendliche halt als Deutsche so. Und ich glaube, dass das aber immer wieder weitergehen wird, weil wenn immer wieder eine Generation vor dir darüber spricht, stirbt das nicht aus sozusagen. Okay, wir nähern uns schon langsam dem Ende zu. Deswegen die letzte Frage, bevor wir vielleicht auch die Runde öffnen für ein Q&A mit dem Publikum. Wir haben jetzt hier über Ostbewusstsein geredet. Das teste ich euer Ostbewusstsein einfach mal aus und würde euch fragen, möchtet ihr in Ostdeutschland bleiben? Du bist zurückgekehrt. Warum bist du zurückgekehrt? Und willst du, wie geht es dir in Hamburg und willst du zurück? Oder gefällt es dir auch ganz gut im Westen? Also genau, einfach mal so eine kleine Probefrage zu eurem Ostbewusstsein. Also ich glaube, für mich ist es tatsächlich gerade eher die Frage nach Stadt-Land. Und ich glaube, das ist eine Frage, die dann doch auch wieder ähnlich ist, vielleicht zu Leuten, die in westdeutschen Kleinstädten aufgewachsen sind. Wenn ich jetzt gerade irgendwie in Leipzig-Halle wohne, dann ist es total entspannt und man ist in seiner politischen Blase und muss von extrem rechter Gewalt wenig mitbekommen. Man fährt dann zurück nach Zwickau und freut sich auch auf die Zeit da, aber nach 3 Tagen denkt man sich, ich will hier wieder weg. Dann ist man aber in Leipzig-Halle und hat nach 3 Tagen wieder ein total ungutes Gefühl, weil man dort so vor sich hin lebt, während man weiß, dass gerade im ländlichen Raum die Probleme sich weiterhin verschärfen und man dann irgendwie von angegriffenen Geflüchtetenunterkünften etc. hört. Deswegen ist mein Hin- und Hergerissensein primär wirklich zwischen Land und Stadt so ein bisschen. Gibt es eine andere Stadt, wo du hinziehen wollen würdest nach dem Studium? Nee, ich will schon so Leipzig-Halle irgendwie bleiben gerade. Also du bleibst erstmal? Ich bleib im Osten, ja. Okay. Ich bleib auch im Osten, glaube ich. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, weiß ich auch nicht so genau, was in den nächsten 10 Jahren ist. Aber warum bist du zurückgezogen? Eigentlich war das eher eine Entscheidung gegen Berlin. Das hat nicht so ganz geklappt für mich persönlich. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich fast jedes Wochenende immer dann doch nach Hause fahre. Und ich glaube, dass Parchim, also ich finde es einfach total schön, immer wieder an Orte zu sein, die mich so an die Jugend erinnern. Dass meine Eltern da sind, meine Großeltern. Und es ist immer wieder so ein gebündelter Punkt, wo Freunde und Familie zusammenkommt. Und dann habe ich einfach immer eine Sehnsucht gehabt, wieder durch diese alten Orte und Straßen zu gehen. Und als dann mein Mann gesagt hat, Herr, lass doch hinziehen, habe ich gesagt, wirklich? Okay. Und es fühlt sich auch gut an. Die Frage nach, warum Parchim und auch mit einem gewissen Unterton kam und kommt oft. Wird oft nicht verstanden. Und ich weiß auch nicht, ob ich nach Parchim gezogen wäre, wenn ich da mit dieser Stadt nichts am Hut hätte. Wahrscheinlich eher nicht. Ich finde aber, ich habe die Möglichkeit, nach Parchim zu ziehen, weil ich ein verdammtes Privileg habe, dort in Frieden zu wohnen. Ich vergleiche das immer gerne mit meinem Podcast-Partner und Freund Simon, der aus Termin kommt und der da auf jeden Fall keinen Tag mehr hin zurück möchte, weil er eine wirklich harte Jugend hatte aufgrund seiner Sexualität und das total negativ verknüpft ist. Aber ich hatte das Privileg, da eine einfache Jugend zu leben. Und wenn ich da nicht hin zurückziehe und wenn ich nicht sage, ich möchte hier vielleicht was verändern, wer soll das denn sonst machen? Das sind ja dann Menschen wie ich. Und deswegen, ich sehe das so ein bisschen als meine Aufgabe, auf eine Art dort zu bleiben und zu den guten, verändernden Leuten zu gehören. Parchim ist im Kommen. Parchim kommt. Ja. Vergesst den Wedding. Parchim kommt. Genau. Und Niem, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe bis auf Ausnahmestudium in den USA immer im Osten gewohnt. Und deshalb habe ich auch so eine Selbstverständlichkeit gehabt, was so ostdeutschen Alltag angeht. Und als dann für mich klar war, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf Leipzig, ich habe hier 9 Jahre lang gewohnt
Ich ziehe nach Hamburg, hatte ich auch kurz so eine Identitätskrise. Also genau, ich arbeite für den NDR und dann dachte ich so, Moment mal, ich mache mal ganz viele Ostthemen und jetzt bilden sich auch viele Community-Sachen in Leipzig auch mit vietnamesisch-ostdeutschen, migrantischen Ostdeutschen. Und jetzt ziehe ich weg, wie soll das denn überhaupt zusammenpassen? Und am Anfang hat das so richtig doll in mir rumort auch. Aber ich bin sehr, sehr happy in Hamburg und auch auf Gefahr hin, dass vielleicht Leute das als nestbeschmutzend aus dem Osten bezeichnen, ist für mich einfach so, ich erfahre im Osten viel mehr Rassismus als in Hamburg. Und ich habe das Gefühl, in Hamburg jetzt einfach anders durchatmen zu können. Ich weiß aber auch, dass mir meine Themen so wichtig sind und ich habe ganz viele Friends in Leipzig und dass diese Ostthemen zu mir gehören und auch zu meiner Arbeit, sodass ich mir vorstellen kann, auch wieder über Wochen oder wie auch immer längere Zeit mal wieder im Osten zu sein, dort zu arbeiten, zu gucken, weil mich auch die Themen vor Ort interessieren. Das kann man nicht aus Hamburg machen und zu gucken, oh, was geht da im Osten ab, da muss man vor Ort sein. Und das kann ich mir dann zwar schon vorstellen, aber ich bin als mit dem Hauptstandort Hamburg gerade super zufrieden, weil ich dann einfach merke, irgendwie atme ich hier anders durch, irgendwie ist der Alltag gerade doch leichter und ich gönne mir das einfach mal eine gute Zeit zu haben. Voll schön. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Wer hat denn Fragen? Sonst kann ich überbrückend auch vielleicht erzählen. Mich hat zwar keiner gefragt, aber meine Eltern, also meine Mutter war in Rostock, mein Vater war in Leipzig, also MacPom und Sachsen. Und ich bin zwar in Ost-Berlin aufgewachsen und oftmals wird dann so gesagt, ja, du kannst doch gar nicht so Ossi sein, wenn du in Ost-Berlin aufgewachsen bist. Aber ich habe schon auch diese sehr große Identität, weil ich in der Jugend auch sehr viel in diesen Bundesländern auch war, in diesen Städten auch war. Und genau, ganz kurz noch. Und für mich, wenn Leute mich fragen, ja, wo siehst du dich in 5 Jahren, dann sage ich entweder Berlin, Ost-Berlin oder Leipzig. Ich bin auch erst neulich umgezogen und ich werde mein Bestes probieren, auch bei diesem Wohnungsmarkt nicht nach West-Berlin ziehen zu müssen, weil, keine Ahnung, fühle ich halt einfach gar nicht. Aber ja, vielleicht noch kurz dazu von mir. Die erste Frage. Hallo in die Runde. Es ist super weird, hier in diese Box zu sprechen, aber ich höre, man hört mich. Genau, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Ich bin auch Wirt-Deutsch-Ostdeutsch und alles, was ihr gesagt habt, kann ich sofort unterschreiben. Ich frage mich nur, wie geht es weiter? Also wir sehen, okay, unsere Eltern sind irgendwie ostdeutsch geprägt, wir sind irgendwie immer noch ostdeutsch geprägt. Geht das dann mit der nächsten Generation immer noch so weiter? Wann können wir das so ein bisschen umschiffen, wann können wir sozusagen wirklich eine, sage ich jetzt mal, eine Wiedervereinigung leben und erleben? Was glaubt ihr, wie viele Generationen braucht es noch oder was braucht es außerhalb von dieser Diskussionsrunde, die wir jetzt schon haben und auch privat führen? Genau. Danke für die Frage. Durch den, also auch mit dem Wirt-Bezug und du hast ja auch was zu erzählen, Quang, fang du doch auch mal an und antworte drauf, oder? Boah, ich bin gerade voll überfordert. Also ihr könnt gerne antworten, ich habe gerade irgendwie kurz zoned out. Ich finde es halt wahnsinnig eine politische Frage. Also ich glaube, wir können das halt nicht ändern. Ich überlege immer, was war mein Grund damals aus Parchim wegzuziehen. Für mich war es eine Perspektivlosigkeit. Das heißt, ich für mich im Kleinen möchte, wenn ich jetzt nach Parchim ziehe, vielleicht braucht es auch Menschen, die dem Osten nicht den Rücken kehren, also mal abseits von politischen Entscheidungen und Dingen, die da helfen könnten, dass es sich wieder vereinter anfühlt, also aufgrund von Gehältern. Ich glaube, Geld ist da leider eine ganz, ganz große Sache, die zu einer Frustration führt, die wiederum dazu führt, dass wir die Wahlergebnisse haben, die wir haben. Ich glaube, das können wir nicht beeinflussen, solange wir nicht in der Politik sind. Ich für meinen Teil finde es wichtig, dass es für junge Leute eine Perspektive gibt und Angebote gibt, die es auch in westdeutschen Städten gibt. Und vielleicht ist das der Punkt, wo wir im Kleinen oder wo ich zumindest sagen kann, was kann ich dafür tun, wo kann ich da ein Angebot irgendwie schaffen. Das, damit ist natürlich wahrscheinlich eine Frage, die ich wirklich beantwortet. Ich finde sie wahnsinnig schwer und ich würde es ehrlich gesagt auch gerne wissen. Ich glaube, eine Person sitzt hier ja oben drauf. Ich glaube, Jakob würde gleich was sagen wollen. Ich glaube schon, dass wir das halt auch machen müssen, die wir nicht in politischen Verantwortungspositionen sitzen. Und das ist extrem schwierig und das ist auch das Erschreckende. Ich verstehe teilweise wirklich Menschen in manchen Landzügen,
wenn sie einfach keinen Bock auf Politik haben wegen der aktuellen Umstände. Aber wenn sich halt Neonazis und Extremrechte jeden Montag organisieren und wirklich flächendeckend bis heute Leute mobilisieren und Woche für Woche rechte Propaganda auf der Straße verbreiten, dann müssen wir das halt auch bieten und dann müssen wir auch irgendwie Antworten schaffen, auch wenn die Politik vielleicht irgendwie gerade nichts macht, um die Ungleichheit in diesem Land zu bekämpfen und um irgendwie die West-Ost-Verhältnisse zu verbessern. Ich sehe da auf jeden Fall die Verantwortung bei uns und es ist schwer, dieses Risiko einzugehen, aber es lohnt sich. Und ich glaube, aus dieser Kleinstadtperspektive ist es halt total wichtig zu betonen, dass halt niemand alleine ist. So, es gibt überall die gleichen Probleme, es gibt einfach eine rechte Normalisierung, es ist normal, AfD zu wählen und man muss sich auch nicht davor zurückschrecken zu benennen, dass die demokratischen Zustände, die schon jetzt teilweise schwinden, massiv bedroht sind, wenn über 30% AfD wählen. Mir macht das einfach massive Angst und gerade dann irgendwie die Diskursverschiebung, die man nach einem Wochenende wie diesem in Leipzig erlebt. Digga, Geflüchtetenunterkünfte brennen, irgendwie werden angegriffen und keine Ahnung, letztens war das wieder der Fall in Zwickau und es gab kein einziges Statement von irgendeiner Partei vor Ort, von irgendeiner Gruppe vor Ort. Es wird sich dann irgendwie eingeredet, dass irgendwelche Jugendliche, die vielleicht einfach Bock auf Gewalt hatten, da eingebrochen sind und die Heizungs- und Wärmetechnik der Unterkunft zerstört haben. Und ich glaube, da muss man sich keine Illusion machen, dass wir da gefordert sind, uns zu organisieren und im Zweifel auch selbst zu schützen, um irgendwie auf der Straße wieder Macht zu gewinnen. Und ich würde auch sagen, ich würde vielleicht auch noch dazu sagen, dass unsere Generation das Rad ja nicht neu erfunden hat. Auch unsere Elterngeneration war auf der Straße teilweise. Auch unsere Elterngeneration hat sich zivilgesellschaftlich engagiert. Und es war nun mal nicht alles nur die Politik, sondern auch, keine Ahnung, das Bleiberecht der VietnamesInnen in Ostdeutschland war lange ungeklärt. Und da sind sie, als die, die betroffen sind, als auch mit der ostdeutschen Zivilgesellschaft, auf die Straße gegangen. Und die haben protestiert und die haben gekämpft. Und es war nun mal ein Kampf von unten, ein gemeinschaftlicher Kampf, ein kollektiver Kampf, um auch das einzufordern, was ihr Recht ist, und zwar das Bleiberecht. Und deswegen, genau, ich glaube nicht, dass das das ist, was du sagen wolltest, dass wir es nicht können, aber ich glaube einfach, dass mir wichtig ist und ich glaube auch Jakob wichtig ist, zu betonen, dass vor allem das Engagement von jungen Menschen, von Betroffenen, aber auch von Nicht-Betroffenen, sich zu engagieren und sozusagen den Osten neu zu prägen, zu sagen, wir sind der Osten und nicht nur die AfD und nicht nur die Nazis, das ist, glaube ich, wichtig und glaube ich, das ist etwas, was Teil der Transformation auch ist. Ja. Voll.